Ja, herzlich willkommen. Genau. Es geht heute mal darum, einen Blick auf Nextcloud zu werfen. Also Nextcloud, das ist ja ein eigenes Cloud-System, was man sich entweder anmieten kann oder eben auch auf einem eigenen Server auch installieren kann. Unheimlich interessant auch für Teamwork, eben um dem Thema Datenschutz auch mal so ein bisschen kritisch gegenüberzustehen, weil man einfach auch die Kontrolle über den Datenverkehr und über die abgelegten Daten auch hat. Und ich nutze Nextcloud schon oder OwnCloud, was es früher ja auch war, was sich jetzt parallel weiterentwickelt. Das nutze ich schon seit mehreren Jahren und wurde ich einfach mal gebeten, ein kleines Video zu erstellen, wie ich das in der Projektarbeit auch nutze. Mit dabei heute ist der David Rödler. David und ich, wir arbeiten gerade im Moment an einem Projekt auch zusammen, wo wir eben auch die Nextcloud auch nutzen. Und da haben wir gedacht, macht es eigentlich mal Sinn, so unseren Workflow, unseren Arbeitsablauf einfach mal zu zeigen, wie wir die Cloud nutzen. Wir werden sicherlich nicht alle Funktionen durchkriegen, weil dafür ist das einfach zu modular, zu vielseitig. Wir werden auch auf der technischen Ebene, werde ich selber auch nicht alles erklären können, weil ich sag mal so, mehr so die Grundkenntnisse habe und ansonsten auch der Anwender bin. Ich starte jetzt einfach mal die Bildschirmfreigabe und zwar Nextcloud ist im Prinzip eine Open Source Software. Man kann die sich hier unter nextcloud.com informieren. Man kann sich dort das Paket auch runterladen. Wenn man einen Webspace gemietet hat bei einem Anbieter wie jetzt Strato, AllInkle oder wie auch immer, kann man Nextcloud auch auf einem eigenen Webspace selber installieren. Da findet man auch Anleitungen auch dazu. Oder eben man kann sich auch einen Provider suchen, der ein fertiges Nextcloud-Hosting schon anbietet. Das hat den Vorteil, dass man mit der Technik auch eigentlich nichts mehr zu tun hat. Darf Man kann. ich gleich mal fragen jetzt? Also Ja, natürlich, hau rein. Nextcloud und OwnCloud ist beides dasselbe oder wo sind da die Unterschiede? Nein, also früher war OwnCloud im Prinzip das Cloud-System und das hat sich vor ein paar Jahren, hat sich das irgendwie gesplittet. Wo da jetzt genau, aus welchen Gründen diese Splittung stattgefunden hat, das kann ich dir nicht sagen. Aber es gab irgendwie eine Splittung und Nextcloud und OwnCloud wurden seitdem parallel weiterentwickelt. Und Nextcloud hat auch einige Funktionen, die OwnCloud nicht hat. Okay, also es sind im Moment zwei verschiedene Systeme. Beides sind Genau. aber Open Source. Man kann es runterladen. Man kann es, wenn man sich ein bisschen auskennt, das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, auch auf dem eigenen Server dann oder Webspace installieren. Genau, Ja, gut. richtig. Ich habe das jahrelang auch selber auch gehostet auf einem eigenen Webspace. Musste aber sagen, ich hatte irgendwann mal bei einem größeren Update von einer Versionsnummer ein Problem, wo es in den PHP-Code reinging. Und da habe ich gemerkt, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, wenn man nicht programmieren kann oder sich damit auch nicht auskennt. Und irgendwann, ich hatte auch mal Mist gebaut und auch mal einen Datenverlust gehabt. Deswegen habe ich für mich entschieden, okay, ich zahle dann lieber für einen Provider. Ich habe das ganze Technische, habe ich nicht mehr, muss ich mich nicht mit beschäftigen, sondern ich suche mir einen Anbieter aus Deutschland, der das eben für mich übernimmt. Und das ist auch gar nicht so teuer. Der jetzige Anbieter, wo ich unsere Nextcloud habe, zahle ich für das Paket 18 € im Jahr. Da kommen wir gleich nochmal dazu, ein paar Zusatzpakete noch mit dazu, aber die Kosten sind da wirklich überschaubar. Wer sich hier informieren möchte, unter nextcloud.com/providers gibt es auch eine schöne Übersicht über Anbieter, die eben Nextcloud Hosting auch übernehmen. Dort kann man sich je nach Land zum Beispiel auch jemanden aussuchen und ja, sich einfach mal überlegen, was möchte ich für Möglichkeiten haben. Und dann schauen, ob der Anbieter das auch mit anbietet. Ich habe gesagt, Nextcloud ist ein modulares System. Das heißt, es gibt auch einen App Store mit ganz vielen Apps und Erweiterungen über Kalender, Kontakte, Mindmapping, Büros oder Office-Apps und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Die kann man zusätzlich noch installieren. Das heißt, wenn ich jetzt mal das Phone-Track sehe, dann wird das wahrscheinlich auch eine App sein, die man installieren muss und dann muss man sich mit dem Nextcloud-Server verbinden und dann. Genau, richtig, richtig. Also es ist nicht so, dass man einfach so eine Erweiterung da jetzt reinzieht und da ist er. Oft ist das auch mit einem, ich sag mal, Aufwand, Programmieraufwand auch mit verbunden, der auch über meine Kenntnisse oftmals auch hinausgeht. Aber wenn man es gehostet hat, also bei einem Provider gehostet hat, dann wird es vielleicht leichter gehen.
Richtig, genau, richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, man soll halt einfach mal gucken, was man so generell auch an Paketen möchte und den Provider einfach auch mal drauf ansprechen und fragen. Um zu gucken, wie ich zu meiner Providerwahl komme, vielleicht einfach erstmal schauen, wie wir die Nextcloud auch nutzen. Und zwar haben wir vom Fachbereich Erwachsenen- und Familienbildung haben wir eine Nextcloud auch angemietet. Nutzen die mit mehreren Personen auch und mehreren Projekten. Und für mich sind erstmal ganz wichtige Funktionen. Die Funktion, die sieht man hier oben in dieser Leiste. Das ist einmal die Dateiablage. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Dateien auf einen Server zu laden und diese auch für andere Menschen freizugeben. Wichtig ist für mich dann halt auch für Menschen, die auch keinen Nextcloud-Account haben. Also es ist auch File-Sharing irgendwie, wenn man größere Dateien weitergeben will, kann man die einfach hochladen. Man kann die mit Personen teilen, einen Freigabelink erzeugen. Wie das geht, zeige ich nachher. Gut, die Fotogalerie, dass man auch mal Fotogalerien, Bildergalerien teilnehmen kann oder teilen kann. Was ich sehr schön finde, Nextcloud Talk, das ist eine Art Messenger-App, die es erlaubt, mit anderen in diesem Nextcloud-Verbund auch über einen Messenger zu kommunizieren, Video- oder auch Textnachrichten. In unserem Fall im Projekt ist es so, es gibt eine App für Android und iOS, dass wir eine Gruppe mit allen Projektmitarbeitern erstellt haben und über diese Nextcloud-App auf dem Smartphone eben auch kommunizieren. Das ist eine sehr schöne, verschlüsselte und datenschutzfreundliche Alternative eben zu WhatsApp-Gruppen oder eben auch E-Mail-Verteilern. Ja, Adressbuch und Kalender ist einfach auch eine ganz wichtige Geschichte. Adressbücher, Kalender kann man anlegen, unterschiedliche mit Personen, mit Gruppen teilen und auch freigeben, einfach um eine gemeinsame Basis für einen Datenbestand zu haben. Bei DECK handelt es sich um ein Aufgabenmanagement, ein Projektverwaltungstool, ähnlich wie wir es von Trello oder Meistertask auch kennen. Das heißt, ich kann verschiedene Projekte anlegen und die eben auch gemeinsam mit anderen Menschen in diesem Nextcloud-Verbund ja, bearbeiten. Ich habe verschiedene Spalten, die ich anlegen kann. In meinem Fall jetzt offen in Arbeit erledigt, verschiedene Arbeitsschritte. Ich kann jetzt Arbeitsschritte kann ich für Personen freigeben. Ich kann die Personen zuordnen, ja, einen Zeitstrahl erlegen. Ich kann eine Deadline setzen, eine Beschreibung machen, Anhänge hochladen. Also das ist wirklich ein ganz fantastisches Projektmanagement-Tool. Was auch schön ist, das ist die Erweiterung Umfragen, das ist also Polls. Das ist eigentlich so die Alternative zu Doodle. Das heißt Terminabfragen, die wir hier erstellen können. Ich kann jetzt hier einfach mal eine Testumfrage machen. Ich glaube, das ist so der beliebteste Titel und kann jetzt verschiedene Termine zur Disposition stellen. So, habe jetzt hier noch einige Einstellungsmöglichkeiten, ob ich nicht nur ein Ja oder Nein, sondern auch ein Vielleicht erlauben kann, eine anonyme Umfrage, Ablaufdatum. Und dann eben der Zugriff, ist das nur für registrierte Nutzer, die einen Nextcloud-Account haben oder ist die versteckt oder ein öffentlicher Zugriff oder eben nur über die Linkfreigabe. Ich mache jetzt den öffentlichen Zugriff und kann mir dann einen meiner Übersicht hier in der Testumfrage einen Link generieren lassen. So, David, ich beende jetzt gerade mal die Freigabe und schicke dir mal den Link Ja, zu. ich hab ihn schon gefunden und habe schon teilgenommen an der Umfrage. Also du Du hast kannst schon teilgenommen, siehst du. rein Das schauen. ist ja fantastisch. Das heißt, wenn ich den Link, ich öffne jetzt einfach mal ein privates Fenster und wenn ich den Teilnahmelink jetzt hier eben eingebe, genau, sehe ich, der David hat schon teilgenommen, ob er denn kann, ob er eben nicht kann. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, einfach statt Terminen eben auch Textoptionen einzugeben. Das heißt, ich kann über Titel abstimmen, ich kann über Texte abstimmen, wie auch immer. Das ist eine fantastische Alternative eben zu Doodle. Und datenschutzfreundlich, weil es eben dann auch auf dem eigenen Server auch liegt. Das für mich beste Feature, was ich nutze und wo ich auch die Anbieterwahl von abhängig gemacht habe, das ist die Only Office-Anbindung.
OnlyOffice ist ein ja, Open Source Office Tool, was eben auch als Erweiterung da ist. Kann man sich je nach Anbieter kostenpflichtig oder mit einer Lizenz auch anmieten, sich auch selber installieren. Und bei meinem Provider war es eben für eine einmalige Gebühr mit einer Lifetime-Garantie eben dabei. OnlyOffice bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ordner erstelle, die Freigaben. So, den Testordner, dann kann ich jetzt hier nämlich direkt ein Word, Excel oder auch PowerPoint-Dokument drin erstellen und dieses auch online direkt bearbeiten. Das heißt, ich habe eine ja, Online-Office-Maske, was man vielleicht auch kennt von Office 365 und kann jetzt hier einfach Text reinschreiben. Ja, kann ich da gleich mitarbeiten, dass man mal sieht, wie das. Du kannst da mitarbeiten und zwar muss ich hierfür das Dokument für dich freigeben. Ja, und zwar habe ich jetzt hier bei jedem Dokument, was ich habe, was ich hochgeladen habe, gibt es hier so ein Freigabesymbol. Und jetzt kann ich entscheiden, kann ich zum Beispiel, der David, der ist jetzt hier schon in meiner Installation mit dabei und schon angelegt. Man kann es aber auch ganz öffentlich stellen, wie bei Google Drive. Richtig, genau. So, Doch. da ist er, genau. Wird es für dich freigegeben. Und ich habe auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze über ein, wie du gerade gesagt hast, über einen komplett öffentlichen Link zu teilen. Das heißt, ich klicke dann hier auf Bearbeitung erlauben. Generiere dann einen Freigabelink, den kann ich verschicken. Und dann auch Leute, die keinen Nextcloud-Zugang haben, können dann auf diesen Link klicken und das Dokument im OnlyOffice öffnen und gemeinsam drin arbeiten. Geh mal rein in das Dokument. Ich würde gerne sehen, wie das aussieht, Ja. wenn ich jetzt hier auch gleichzeitig schreibe, wie schnell das dann übertragen wird, oder? Genau. Also ich sehe, der David, der schreibt jetzt auch parallel. Das ist jetzt ähnlich wie in einem Etherpad. Ich habe hier im OnlyOffice an der linken Navigationsleiste habe ich hier auch eine Chatmöglichkeit, wo ich auch die Leute sehe, die jetzt mit mir arbeiten und kann jetzt auch außerhalb von dem Dokument in einem Chat mit dem David schreiben, mich so ein bisschen abstimmen. Das ist eigentlich schon vergleichbar mit einem Etherpad, außer dass ich jetzt halt eben die komplette Office-Funktion habe. Es ist besser. Es ist besser als Etherpad, weil hier fehlen ja nicht, wie bei Etherpad, die ganzen Formatierungsmöglichkeiten. Hier ist ja alles dabei. Genau, da hier ist einerseits alles dabei. Ich habe direkt die Formatierung. Ich kann steuern, wer Zugriff hat. Ein Etherpad ist in der Regel komplett öffentlich. Ich kann das hier einer bestimmten Gruppe einfach zugänglich machen. Das heißt, es können auch je nach Serverstandort auch sensible Informationen drinstehen. Und ich kann es mir direkt ausdrucken, beziehungsweise auch als Word-Dokument auch abspeichern. Ja, nein, es geht wirklich, also ich bin wirklich jetzt erstaunt, weil es so schnell geht. Ja, Genau. lässt sich wirklich Und sehr schön das. arbeiten, als ob man wirklich vor einer Offline-Textverarbeitungsprogramm sitzen würde. Genau richtig. Also ich habe das einfach auch oft so, dass ich, Office-Dokumente arbeite und mir zum Beispiel mit dem iPad unterwegs bin, dass ich mich zum Beispiel auch online einlogge, einfach in die Nextcloud und dann dort auch übers iPad schreibe. Das geht auch ganz problemlos. Ja, und was auch eine ganz tolle Sache ist, wenn ich die Office-Apps nutze, also Word, Excel oder PowerPoint, also die iOS- oder Android-Apps, dann kann ich auch direkt eine Verknüpfung zu Nextcloud herstellen und muss die Dateien nicht von OneDrive rüberladen, sondern kann die direkt auf der Nextcloud öffnen, dort schreiben, bearbeiten und abspeichern. Genau, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und da ist auch dabei jetzt ein Excel und ein PowerPoint-Ersatz. Genau, richtig, richtig. Also im Prinzip, ich gehe jetzt hier nochmal gerade in meine Dateistruktur. Genau. Kann ich ja hier, wenn ich jetzt eine neue Datei auch erstelle, also auch hier Dokument, Tabelle, Präsentation machen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch wirklich
Tabellenkalkulationen machen. Der Anbieter sagt, es gibt auch überhaupt keinen Verlust zu Microsoft Office. Ich selber konnte auch nichts feststellen. Also auch mit Tabellen, mit normalen Funktionen, mit Berechnungen und Formeln drin. Das wird alles super übernommen und funktioniert auch klasse. Und Präsentation habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Google Docs dann auch funktionieren. Ja. Wie ist es zum Beispiel, gibt es irgendwie die Möglichkeit hier für Diskussionsforum oder für irgendwelche Aufgabenstellungen? Also wenn man dort jetzt einen Kurs zum Beispiel auch drüber laufen lassen will, dann habe ich Kursteilnehmende und die sollen dann vielleicht irgendein Thema in einem Forum diskutieren. Kann man sowas auch mit einbinden? Wüsste ich jetzt nicht. Da gibt es bestimmt eine Erweiterung für. Habe ich selber jetzt aber noch keine ausprobiert. Also es gibt die Möglichkeit, die Leute oder die Teilnehmende über Polls, also über Gruppen oder Circles auch miteinander zu verbinden. Ich kann auch über den Messenger, also über die Talk-App, kann ich ja Gruppen erstellen und dort wie in einer Social-Media-Gruppe mich ja auch unterhalten, sodass es jeder mitbekommt. Habe auch gleich die Anbindung an die App. Das geht auch. Und ob es da jetzt noch eine spezielle Forumserweiterung gibt, das weiß ich jetzt leider nicht. Wäre jetzt nicht so. Genau. Wir können ja gerade noch mal so einen Blick auf die, wo ich es jetzt auch gerade erwähnt habe, auf das Nextcloud Talk noch mal werfen. Das Nextcloud Talk, das ist die Kommunikations-App. Jetzt sieht man unseren Unterhaltungsstream. Ich glaube, da ist jetzt nichts Sensibles dabei, was wir jetzt nicht, was nicht gezeigt werden dürfen, unsere Terminabsprache. Wir haben jetzt hier auch die Anbindung natürlich direkt an eine App. Wir können hier auch Dateien, Daten und sowas teilen und verschicken. Und man kann über Nextcloud kann man auch, ich sag mal, Gruppen bilden und direkt Gruppenkonversationen starten. Was auch ganz nett ist, was allerdings noch nicht so wirklich zufriedenstellend funktioniert, das ist eine Videokonferenzfunktion oder Videotelefoniefunktion. Kann vielleicht sein, dass das einmal an dem Server liegt, aber das war bei mir nicht so wirklich zufriedenstellend. Also das ist sehr oft abgebrochen. Ich habe da die Möglichkeit, ich sag mal, Leute anzuklicken und dann einfach wie bei Facebook auch Videotelefonate zu führen, auch Gruppengespräche. Und das Nette ist auch, damit wirbt Nextcloud Talk auch diese Gespräche in einer Art Webinarfunktion auch öffentlich anzubieten. Also das heißt, dass ich einfach einen öffentlichen Link habe und dann ähnlich wie wir das jetzt hier bei Zoom auch haben, das auch freizuschalten und aufzuzeichnen. Aber wie gesagt, das funktioniert bei weitem noch nicht so, wie es soll. Ja. Ja. Noch Fragen? Sehr interessant. Ich freue mich auf die Weiterarbeit mit der Nextcloud und überlege dann auch, ob ich das für eigene Projekte einsetzen werde. Ja, also läuft wirklich sehr zuverlässig, sehr stabil, ist DSGVO-konform, deutscher Serverstandort. Was man auch noch erwähnen muss oder soll, verschlüsselte Verbindung ist ja mittlerweile Standard, aber auch eine serverseitige Verschlüsselung. Das heißt, alle Dateien, die auf dem Server abgelegt sind, sind dort erstmal mit dem Benutzernamen und dem Passwort verschlüsselt. Das heißt, selbst der Serverbetreiber oder wer Zugriff auf diesen Server hat, ohne diese Daten sind die nicht lesbar. Ja. Und das finde ich mittlerweile eigentlich auch schon eine Grundvoraussetzung dafür. Genau. Okay, gut. Ja, dann gucken wir einfach mal weiter und vielleicht ergibt sich irgendwann mal eine zweite Folge, wenn sich dann nochmal neue Funktionen ergeben. Oder ich meine, wir stellen das ja auch über YouTube zur Verfügung, wenn jemand tolle Add-ons kennt, die so Must-Have sind, die wir ja auch nicht kennen. Ich bin da ja auch nur Anwender. Kommentiert einfach und schreibt mit rein und sagt, wie nutzt ihr Nextcloud, OwnCloud? Und ja, Ergänzungen, Kommentare jederzeit erwünscht. Vielen Dank. Super. Tschüss. Ja, tschüss.